Ich mache mir Gedanken, wenn man sich die Wahlprogramme auch anschaut und wenn man die Diskussion in der Politik derzeit sieht, dass eigentlich das Grundverständnis für Wirtschaft und für die Bedeutung der Wirtschaft in vielen Bereichen der Politik einfach noch gar nicht richtig da ist. Und das ist ein Punkt, der natürlich hochgefährlich ist, dass wir da einfach gegensteuern müssen. Und wenn ich mir dann die Wahlprogramme angucke von einigen Parteien, da sind Umverteilungsgedanken drin, da sind Themen drin wie Regulierung und wie Verbote. Und da kann ich einfach nur sagen, das ist der komplett falsche Weg. Wir brauchen eigentlich Ideen, wir brauchen Ansätze, wie man Deutschland als Wirtschaftsstandort dann wieder gemeinsam nach vorne bringt, vor allem modernisiert. Und damit hat man dann eine Basis auch wirklich auch in der Politik, um gemeinsam voranzukommen. Wirtschaft ist ja nicht irgendwie eine abstrakte Struktur. Wirtschaft sind wir letztendlich alle und Wirtschaft ist die Basis, die wir brauchen, um Wohlstand und auch Arbeitsplätze entsprechend zu haben.